So, erstmal zu einer Review oder zu einem Anime, wo es was komplett anderes gibt. Also, wo es etwas gibt, was ich noch nicht davor gesehen habe. Und zwar ein Liebespaar. Ein richtiges Liebespaar, was auch zu sich sagt, ich liebe dich, und nicht sich am Ende, wie bei School Days, umbringt. Ja? Okay, das richtige Liebespaar entsteht am Ende. So, was ist die Story von Dakara Boku wa ha ga dekinai? Gut. Ein ganz normaler Junge, ja? Ganz pervers, kennt die ganzen Körpermaße der Mädchen aus der Schule, hat wieder eine geile Kindheitsfreundin mit einer Körbchengröße von 92, hat ein eigenes Idol mit Körbchengröße 92 und, was war das nochmal? Also ich muss das nochmal zusammenkriegen. Irgendwas mit Dämonen war da? Nein. Also er wohnt halt alleine und auf einmal kommt er von der Schule nach Hause. Vor seinem Haus steht diese Rothaarige im Regen. Was macht er? Er bietet sie rein. Er bittet sie reinzugehen. Damit die nicht mehr so nass ist, ja. So. Die hat wieder Komplex mit ihren Brüsten, also. Boah, guck mal, was ist das für eine Köpfchengröße? Was soll das? Lieber Anime-Macher, was ist das? In welcher Realität leben die denn? Boah, ich krieg die Krätze. Gut, und dann steckt die. Ach genau, jetzt habe ich's auch, die Story. Das ist so ein Ripper. Die nennt man Ripper. Das sind die. Also ich krieg das gerade nicht zusammen. Wie war das nochmal? Ich weiß, das ist nicht sehr professionell. Ach, genau. Das ist so eine, die ist auf die Welt gekommen, um Energie zu bekommen. Energie, die ist so eine Art Dämon-Ripper. Die kann vorhersagen, wann der Typ stirbt. Wann jemand stirbt. Und der stirbt innerhalb von 3 Monaten oder am Ende von 3 Monaten stirbt er. Das steht fest. Also man kann das auch nicht verhindern. Und bis dahin wollte die den halt als Energiebündel verwenden, denn die braucht Energie, um zu kämpfen. Ja, und der Typ muss ja irgendwie seine Energie holen, um die mit Energie zu versorgen. Und wie bekommt er die Energie? Durch Geilheit. Ja? Also, je geiler der ist, desto mehr Energie kann er der Rothaarigen abgeben zum Kämpfen. Ja. Und, ich glaube, ihr Ziel war es, halt so einen Typen zu besiegen, der halt alle terrorisiert hat. Und am Ende, also das ist so ein großer Twist, am Ende ist das halt passiert, dass der getötet wurde, und zwar von dem. Und zwar dachte man am Anfang, dachte ich zum Beispiel jeweils am Anfang, dass der Typ wieder beschützt wurde, einfach nur beschützt wurde, ist aber gar nicht passiert. Sondern mit ihm wurde ein Vertrag geschlossen, ein doppelter Vertrag, wenn ihr das verstehen wollt, müsst ihr das gucken. Und ja, ich weiß ja auch nicht, warum er das mein Freund nicht geguckt hat. Der ist doch awesome, ja? Der ist awesome! Emre, der ist awesome. Sogar am Ende habe ich sogar geheult. Ja, guck, der bekommt seine Energie durch Geilheit. So wird der geil. Die links übrigens ist eine Cousine, die spielt auch eine gewisse Beteiligung. Richtige Vokabeln, hier kann sein. Wobei stehen geblieben? Ach genau. Am Ende passiert so ein Twist. Und zwar hat der Typ, der eigentlich besiegt werden musste, wurde halt von dem Typen besiegt, der eigentlich, wo ich dachte, beschützt wird. Und zwar, durch sein Schwert. Das Schwert ist auch noch irgendwo erklärt worden, muss ich gucken. Aber da passierte was. Oder dadurch passierte ein Unglück in der Welt. Und dann sind die 3 Monate vorbeigegangen. Und er war kurz vorm Sterben. Und da musste eine Lösung gefunden werden, und zwar brauchte man noch sehr viel mehr Energie. Und da kam diese Kindheitsfreundin ins Spiel. Werde ich nicht mehr so krass erklären, weil ich sonst nur im Spoilern vertieft wäre. So, was ich selber nochmal sagen könnte, das ist halt die Story. Wieder nicht so eine auf etwas aufgelegte Story, sondern aneinandergereiht. Also die eine Story, die eine Handlung folgt der anderen und steht nochmal dahinter. Was mir daran gefallen hat, war, dass bis zum Ende hin
der Typ halt nicht aufgegeben hat und die Frauen als Schätze gesehen hat. Im weiteren Verlauf kommen auch immer andere zwei von diesen Ripper auf. Also die tauchen nochmal auf. Und da bleibt der Rothaarigen treu. Die ist am Anfang mit ihm so wie so ein Stück Scheiße umgegangen. Die hat sich gar nicht für den interessiert. Die wollte ihn halt nur haben wegen den hohen Energiewert. Ach genau, die wollte eigentlich eine spezielle Probe nehmen. Denn der war auf der, die war auf der Suche nach einer speziellen Probe, die noch mehr Energie hatte. Also die zum Beispiel, jeder hat Werte von der Energiebehälter. Der hatte 15.000, da gibt es welche mit 1 Million und die hat eine spezielle gesucht, die über Millionen hatte. Da gab es der Typ, der am Ende besiegt wurde, der wollte auch die Probe finden. Dann hat die eine entführt, dann haben die den halt getötet, dann wurde die Welt halt kaputt, dann passierte was und der hat mir gefallen. Ja, und am Ende hin hat die dann auch gemerkt, dass sie was für ihn fühlt. Und das fand ich grandios, denn das gibt's nirgendwo. Entweder hört der Anime dann damit auf, dass nichts passiert, oder dass sie sich küssen, aber nicht ich liebe dich zu sich sagen, oder miteinander, nee, ficken tut die miteinander nicht. Und das brauche ich halt, ja. Ich will jetzt nicht wie eine Tunte so klingen, oder wie nennt man die? Nein, nicht Tunte. Ich habe vergessen, wie man das nennt. Ja, egal. Aber ich brauche das. Ich benötige das. Meine Schwester hat schon so oft gesagt, dass das so weiblich ist, diese Animes zu gucken, aber ich glaube, männlicher wäre ja zwar das Wort online, aber das geht ja auch noch, ja, also der ist was für Mädchen und der ist was für Jungs, also Jungs und Mädchens, vielleicht auch Erwachsene, ne, weg damit. Also viel Spaß mit dem, guckt ihr meine Playlist, wenn ihr ihn gucken wollt, der lohnt sich, der lohnt sich.